Als Belohnung für sein Siegestor gegen Mattersburg darf Christopher Wernitznik von Beginn an ran. Und diese Maßnahme sollte sich ziemlich rasch auszahlen für die in Schwarz spielenden Innsbrucker. Abraham auf eben jenen Christopher Wernitznik. Niemand stört ihn, auch Dennis Mim nicht wirklich. Gut, dann schieße ich halt. Und wie? 11. Minute, 1:0 für den FC Wacker. Was für ein sehenswerter Treffer von Christopher Wernitznik. Kein Wunder, dass er sich feiern lässt. Mim lässt ihn einfach gewähren, warum auch immer. Und kein Vorwurf an Jörg Siebenhandl, kein Torhüter in der Tipp-3-Bundesliga kann diesen Schuss mit 99 km/h aus 30 Metern halten, weil er einfach viel zu platziert ist. Gratulation an den Wuschi, wie sie ihn nennen. Von Wiener Neustadt kaum etwas zu sehen vor der Pause. Beispielgefällig hier Dario Tadic, vertändelt, ist endlich einmal im Strafraum und spielt den Ball zum Gegner, natürlich zum Ärger von Heimo Pfeifenberger. Carlos Merino hat dann die Möglichkeit, links Marcelo Fernandes anzuspielen, kurz vor der Pause. Tut das aber nicht und lässt den Ball dann einfach Matthias Mark über. Auch eine eigenartige Aktion. Nicht eigenartig ist, dass Heimo Pfeifenberger zur Pause wie zuletzt Günther Friesenbichler bringt. Der hat ja als Joker schon einmal gestochen gegen Ried, auch wenn das Spiel verloren gegangen ist. Mario Pollhammer mit einem Vorstoß. Die Wiener Neustädter stellen also auf 4-4-2 um. Und einmal ein erster Warnschuss von Daniel Offenbacher in Richtung Sabolcs Schaffer. Aber auch die Innsbrucker sind offensiv noch tätig in der zweiten Hälfte. Wernitznik auf Carlos Merino, guter Haken, dann aber doch noch die Fußspitze von Matthias Mark dazwischen, auch wenn Schiedsrichter Dinter nicht so gesehen hat. Ecke, Stefan Drakovic und plötzlich ist der Ausgleich gefallen. Der Torschütze, natürlich der Joker, Günther Friesenbichler, wieder per Kopf wie zuletzt gegen Ried, diesmal eben nach einer Standardsituation, gut getretener Eckball von Drakovic. Und wer soll diesen hochaufgeschossenen, noch dazu robusten Mittelstürmer verteidigen können? 3 Minuten später die rasche Antwort der Innsbrucker, auch eine Ecke, auch ein Kopfball. Torschütze ebenfalls ein Joker, Julius Perstaller sein Name. Der Assist gehört Carlos Merino. Die Innsbrucker führen wieder zum zweiten Mal in diesem Spiel. Aber was heißt das schon an diesem unglaublichen Tag in der Tipp 3 Bundesliga? Denn Rakovic auf Friesenbichler, das hatten wir heute schon. Und der Ausgleich fällt erneut. Wieder eine Kombination der beiden, diesmal aus dem Spiel heraus. Und diesmal trifft er sogar mit dem Fuß, aber es war ein wenig Glück dabei. Hier Stefan Rakovic mit dem sehr guten Zuspiel. Dann kann Hauser Friesenbichler nicht bremsen. Verirrt sich da noch Alexander Hauser. Warum wartet er nicht im Tor, um abzusichern? Rutscht neben dem Tor aus. Und Friesenbichler hat das Glück, dass der Ball von Schaffer dann den Weg ins Tor findet. Da haben die Innsbrucker nicht gut ausgesehen. 78. Minute, diesmal Pollhammer auf Friesenbichler und das ist überhaupt kein Gewurschtle. Das ist ein klasse Tor von Günther Friesenbichler, das dritte in diesem Spiel. Kein lupenreiner Hattrick, weil der Gegentreffer dazwischen war. Keine Rede von Abseits von Pollhammer, auch keine Rede von Abseits von Friesenbichler. Und der lässt dann mit viel Selbstvertrauen ausgestattet Schaffer aussteigen. Toller Assist auch von Pollhammer. Die Innsbrucker liegen plötzlich zurück, obwohl sie zweimal geführt haben. Werfen dann noch alles nach vorne in der Schlussminute. Aber Jörg Siebenhandl hält den ersten Saisonsieg für den SC Wiener Neustadt fest.